Hallo, liebe Leute. Hier ist das zweite meiner Let's Plays. Es ist Minecraft. Aber nicht nur normales Minecraft. Nein, es ist. Ja, hier in der Welt. Ihr werdet es gleich sehen. Survival. Create World. Und. Sieht man immer aus. Das ist nicht cool. Aber das ist kein Problem. Das muss man hier, damit ihr alles seht. This is a fan-made mod. Oh, blah, blah, blah. Nintendo. Welcome to the world of Pixelmon. Ja, genau. Wir spielen Minecraft Pixelmon. Und ja. Extrem ausdrücken, damit man alles sieht. Und ich hoffe, OBS macht alles so, wie ich möchte. Sieht zumindest so aus bisher. Und ja. Thank you for installing this mod. Now please pick your desired starter Pokémon. Wir haben es auf Englisch, damit es nicht rumbuggt, weil Deutsch ist nicht ganz übersetzt. Aber das ist kein Problem, glaube ich. Und ich nehme ein starter Pokémon. Ja. In meinem Stream habe ich Glumanda. Sehr unzufrieden. Wow, was nehmen wir denn? Mein Lieblingsstarter wäre eigentlich Turtwig. Also Shellast. Wow, wir könnten uns entscheiden von erster Gen, zweiter, dritter, vierter, fünfter Gen. Und ja, wir schauen mal. Und ich glaube, wir nehmen ich habe noch kein Wasser-Pokémon, das hatte ich bei meinem Test, das im Stream. Wir nehmen Mudkip. Mudkip ist unser Pokémon. Unser Freund. Das sind wir. Wir sind dieser Typ hier. Hallo. Wir machen uns auf den Weg, um Pokémon-Trainer zu werden. Da ist ein Ditomid. Sehe ich jetzt schon. Aber ich zeige euch das mal mit meinem Mudkip. Ich soll es aussenden. Bam. Das ist mein Mudkip. Hallo, Mudkip. Metropi, hallo. Und zurück. Ja, ich bin das Stormcakes. So heiße ich in Minecraft. So heiße ich auf Twitch. So heiße ich auf YouTube. So heiße ich überall. Auch bei Facebook und Twitter. Und schauen wir mal. Wir wollen auch Pokémon-Meister werden, aber das ist nicht so einfach. Wir sind Level 5. Wir haben nichts. Wir sind auf einer Insel gestrandet. Wir haben die andere Insel schon erreicht. Wir sind super. Da hinten kämpfen zwei Pokémon und das. Überall alles Mögliche. Das ist sogar ein Chigger. Ne, ein Chilog. Aber es ist nicht einfach, gegen andere Pokémon anzutreten, weil die, wie man gesehen hat, einfach viel zu hoch im Level sind. Schaut euch das an. Level 24, ich bin Level 5. Aber naja, wir machen das schon. Ich habe jetzt keinen speziellen Seed generiert. Ich muss nur schnell schauen. Wir sind auf Peaceful, das passt. Denn auf anderen Sachen kommt nämlich auch Gegner wie Spinnen und Shit. Damit können wir nichts anfangen. Jetzt schauen wir erstmal unser liebes Hydropi an. Das hat natürlich den normalen Effekt für seine Ability und von dem Moves her, ja, das, logisch, und kein Hardy, natürlich Hardy, natürlich kein Typ, der irgendwas ändert, passt natürlich, und es wirkt gerade ziemlich laut, wenn ich hier rumklicke. Naja, machen wir hier noch ein bisschen so, braucht man ja keine, das Geklicke braucht man ja nicht. Da ist ein Lizwick, aber das würde ich gerne bekämpfen, aber kann ich nicht, ich kann es nämlich nicht treffen. Was haben wir denn hier alles noch? Gott, hier ist hier wimmelt es nur so von vielen Pokémon. Das Problem ist, wir haben in der Nähe einfach kein Pokémon Center und kein gar nichts, kein Anlaufpunkt. Ein Slowbro, Hilfe! Go away, Slowbro. Und wir schwimmen einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir auf Mudkip schneller sind oder ob wir überhaupt auf dem schwimmen können, aber ich glaube schon. Und da ist ein Karpados, das müssen wir bekämpfen. Denn man kann Karpados bis Level 14 bekämpfen, weil jeder Pokémon-Fan oder Pokémon-Spieler weiß, Karpador lernt erst ab 15 Tackle, also somit kann es keinen Schaden machen. Aber ich kann hier nicht im Wasser kämpfen, sonst ertrinke ich. Das ist Level 16, das würde mich vernichten. Hilfe, Hilfe, und gegen Karpador zu verlieren wäre schon sehr unschön. Mal schauen, wie weit wir kommen, wie gut wir vorankommen. Bei Minecraft habe ich geplant, so 20 Minuten Parts zu machen, bei Pixelmon. Minigames sind ja auch geplant. Muss ich nur anders machen. Anders machen. Oh. Da Inseln sind Sicht, Land in Sicht. Captain, geben Sie Vollgas. Ich gebe doch schon Vollgas.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Los geht's, oh Gott. Die Chunks, die kommen und die ganzen Pokémon und dann Ruckel, 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 Lag. Ruckel, 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 Lag. Ich hoffe, das mit der Musik passt aus. So, ich hoffe, die Musik ist für euch nicht zu laut. Oh, so many Krabbies. Und ein Shiggy. Hallo, Shiggy. Das ist doch wunderschön und wunderbar. Das ist schon wieder eine Insel, die mir nicht gefallen möchte. Heißt, wir segeln noch weiter. Oh, das ist ein kleiner Cool. Weg davon. Wilde Puppen können es natürlich auch angreifen. Was nicht so cool wäre, denn dann hätten wir ein Mega-Problem. Und ja. Wäre nicht cool. Wäre gar nicht cool. Aber wir suchen jetzt eine neue Insel. Das hinten sieht aus wie so ein, dass da oben eine Insel sein könnte. Ich hoffe es zumindest. Sehr. Aber bisher sieht es nicht so aus, als hätten wir Glück. Wir sind ein einsamer Mann. Mitten im Meer mit vielen Pokémon. Ja. Auf der Minimap sehe ich auch null. Aber die seht ihr gerade gar nicht. Die habe ich extra ausgeblendet. Stört nur. Und ja, mal gucken. Ob wir irgendwann mal wieder Land erreichen. Wäre doch wunderbar. Wunderschön und tralala. Das wäre doch wunderbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Dass wir im ersten Park nicht nur rumschwimmen. Ich kann noch gar keine Surfer. Wir sind doch nur noch Level 5. Wir haben gerade angefangen. Surfer gibt es doch erst später. Viel, viel später. 5. 6. Ordnung ungefähr. Hm. Oh, passende Musik. Nicht. Oh je, je, je. Eine epische Reise durchs Meer. Die wahrscheinlich echt super anfängt. Aber wir ziehen das durch. Ich möchte diese Welt behalten. Außer es wird sich jetzt drei Welten, drei Parts lang ziehen. Dann würde ich die Welt wechseln. Und nochmal von vorne anfangen. Aber das werde ich nicht. Niemals! Niemals! Ich habe Vertrauen in diese Map. Die ich nicht irgendwie random generiert habe oder so. Aber ich bin Ash Ketchup und ich möchte mit meinem Hydropi die Welt bereisen. Ich bin 10 Jahre alt, reise seit 14 Jahren und habe nichts erreicht. Ich habe nichts erreicht. Ich verliere immer. Immer. Why? Egal. Vielleicht hätten wir uns Holz mitnehmen sollen und ein Holz bauen sollen. Holz bauen sollen, genau. Ein Schifflein bauen sollen. Aber lieber hart geschwommen als faul dahin gesurft und gesegelt. Das gibt es in Pokémon auch nicht. Da surft man nicht selber, da surfen die Pokémon. Und mein Pokémon kann nicht surfen, denke ich mal. Ich kann es aber rauslassen. Hallo. Komm wieder zurück. Ich hätte jetzt wahrscheinlich 100% im Pokémon getroffen, wäre dann dran draufgegangen. Wäre natürlich super gewesen. Aber naja. Ich habe Hoffnung, dass da noch irgendwas kommt. Ich habe die Hoffnung, so ein bisschen, da zumindest, dass es jetzt schon so aussieht, dass ich zumindest eine kurze Pause machen könnte. Und wenn man mein Mudkip rauslassen kann und schauen kann, ob ich auf dem schneller rumsurfe. Ob ich überhaupt auf dem surfen kann. Das ist immer die erste Frage. Los! 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 Schneller! Schneller! Da sieht man schon auf dem Minimap, das ist nur unter Wasser ein bisschen. Das ist doof. Na, komm, gib mir noch mehr Adde. Natürlich habe ich extra auf Peaceful gestellt, damit ich nicht verhungere, weil das wäre schwachsinnig, wenn ich verhungere. Ziemlich uncool wäre das gewesen. Wunderschön. Ich hol mir noch mehr Erde. Ich brauche Erde.
Mann, oh Mann, oh Mann. 10 Minuten schon und wir haben nichts erreicht. Das ist sehr traurig. Das war dumm. Das möchte ich wieder haben. So. Hier kann ich jetzt mein Mudkip rauslassen. Und mal schauen, ob ich auf dir surfen kann. Hallo? Wie ging das? Hallo? Mudkip? Läufst hier? Geht nicht. Da drüben ist ein einzelnes Krabi gespawnt. Das läuft bei dir, Krabi. Läuft bei dir, Grabi, und bei dir läuft das auch. Erde, du kommst wieder zurück. Ich möchte dich wieder mitnehmen. Die Erde möchte ich auch mitnehmen. Und dann geht's los. Gehen wir zu den Grabi rüber. Schauen wir mal, was man so machen kann. Nee. Also ich möchte noch irgendwas reißen heute noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwo muss es doch Land. Oh, das Land. Das Land. Ich sehe Land. Oh, ich sehe einen Sandstrich, auf dem ein Grabi steht. Toll. Das ist kein Grabi, das ist ein Kingler, Level 47. Ich habe gerade ein bisschen Angst. So ein bisschen. Ist das Land? Ist das wirklich Land? Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ist es wirklich Land? Bitte ein Baum. Ein Baum würde mir schon echt viel ermöglichen. Einer? Keiner? Bitte. Oh. Oh. Ist das ein Trainer im Wasser, der gerade untergeht? Ja, das ist ein Trainer. Hallo, Trainer. Hallo, Muschas. Hallo, ein zweiter Trainer. Oh Gott. Läuft. Oder schwimmt. Er hat gesagt, wir schwimmen nämlich weiter. Das ist sehr uncool gerade. Oh, halt. Ist das Scrabble, oder? Nein. Lass mich in Ruhe, Trainer. Helfe, Helfe! Und nachts kommen auch andere Pokémon. Ist ja logisch. Die nachtaktiven Pokémon kommen raus. Es kommt bestimmt gleich ein Gyarados und frisst mich auf. Aber diese Musik passt zu der Nacht. Hätte ich gar nicht besser aussuchen können, die Musik. Die ist vom lieben Supradaki auf YouTube. Ich schau bei dem vorbei, ich verlinke den auch natürlich unten in der Beschreibung. Super cooler Typ. Feier den Dude. Ich feier den Dude so hart. Er hat so viel Videogame-Musik. Und ja. Super Typ, super Typ, super Typ. Ich finde Videomusik, Videogame-Musik besser als irgendwelche solche Dinger. Wisst schon, dieses Watz-Watz-Watz-Scheiße mit Elektro im Hintergrund. Da fahre ich doch sowas lieber. Viel, viel besser. Viel, viel, viel besser. Komm, in 10 Minuten müssen wir doch noch irgendwo ankommen. Da ist ein Garpados. Garpados schwimmen immer oben, wenn in der Nähe Land ist, irgendwie. Also meines Wissens nach. Oder sie schwimmen oben, wenn sie tot sind, aber da drin ist der Bauch auf oben und das ist. Ne, das ist der Rücken. Ja. Komm schon. Komm. Eins, zwei. Eins, zwei. Los, schwimmen. Ham, ham. Ach ja, dieser Sternenhimmel. Da werde ich richtig nostalgisch. Ich als Ash-Ketchum. Durch die Welt der Pokémon und ich schwimme. Seit 15 Minuten durch die Gegend. Und wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Na, 14 Minuten eigentlich. Besser gesagt, 14. Wir geben nicht auf, wir haben das geschafft. Da ist noch mehr Land und da ist auch Land. Boah, bitte seid damit irgendwo ein größeres Land. Ja, yes! Leute, wir haben es geschafft. Wir haben eine Insel mit Bäumen. Mit vielen Bäumen. Noch keine kleine Insel, eine große Insel. Also eine größere. Oh, die ist schon groß. Und da verbrüllen sich Pokémon. Yay, läuft bei denen. Hallo Leute, hallo! Es sieht so schön aus, wenn die Pokémon da rumfliegen, Gott ehrlich. Ich sterbe dann Nostalgie. Da, die Pokémon stehen rum. Überall. Jetzt braucht man nur noch irgendwas zum Abrunden der Grafiken. Und dann ist es schöne runde Grafiken und alles. Baby.
Und ich warte immer noch auf die ganzen neuen Patches, damit hier noch mehr dazukommt. Oh nein, Gott. Oh mein Gott, was bist du denn? Oh, hi. Need to meet. Ich könnte dich gar nicht besiegen, weil du Gestein bist. Du bist hart wie Stein. Hat man ja heute in einem anderen Part wahrscheinlich gleich mitbekommen. Nee, das bekommt man doch gar nicht. Stimmt gar nicht. Das bekommt ihr erst. Ja, in einem anderen Part mit. Ja, egal, ihr werdet schon merken, was ich meine. Baum. Baum, 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 Baum. Dreimal auf Holz geklopft. Komm, gib her. Komm. Ja, Mann. Getting wood. Der Deutsche heißt ja dreimal auf Holz geklopft. More wood. More wood. Es ist so dunkel. Ist dunkel. So. Haben wir hier. Brrrt. Zack, 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 zack. 4, 4, 4. Was braucht man natürlich als Minecrafter? Genau, den Shit. Aber wirklich, man braucht den wirklich. Wir wollen nämlich Stein, wir müssen gar nicht ganz viel Stein holen. Wir brauchen Eisen, um Pokébälle überhaupt herzustellen. Man glaubt das kaum, wir stellen die Pokébälle selber her. Und was braucht man für Pokébälle? Kein Ursaring, aber Aprikokos. Hi, Aprikoko weiß. Oh, läuft gut gerade die Musik. Läuft sehr gut. Super, super, Supradaki, Entschuldigung. Supradaki ist super. Der Supradaki ist super. Und Nebulak, ein Ghastly und ein Pikachu. Hallo Pikachu. Du fucking Pikachu gehst jetzt weg von meiner Aprikokobeere. Tschüss. Ah, tschüss. Und Hunter. Hilfe. Jetzt müssen wir nämlich durchschleichen. Ich brauche nicht mehr Aprikokos. Ich möchte Pokébälle holen. Und ich muss bald auch wieder ans Meer, damit ich die Carpados kaputt schlagen kann dort. Das Kadabra war jetzt auf mir. Hast du mich auf mir gesehen? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Panik, Panik, Panik. Die Musik passt gerade prima. Da war noch eine zweite gelbe. Und ja, schauen wir mal. 3 Minuten haben wir noch. Und es tut mir leid, ich mache, also von mir dürft ihr jetzt gerade im Moment erstmal nicht erwarten, dass meine Quali perfekt ist und alles. Denn ich nehme mit OBS erstens auf und zweitens habe ich nicht so gutes Internet, das wissen meine Streamgucker, hoppala, da bin ich hängen geblieben. Meine Streamgucker wissen, dass ich kein gutes Internet habe im Moment. Und das wird sich noch nicht so allzu bald ändern, denke ich mal. Außer es passiert ein Wunder. Und ich mache das hier nur, damit Dienstag, Mittwoch und Sonntag auch was zu schauen ist bei mir, weil ich bin ja aktiver Streamer, der 4 Tage streamt, also nicht Mittwoch, nicht Dienstag und nicht Sonntag, sondern die anderen Tage. Und das soll ja so ein Ersatz sein, dass man nicht nur rumsitzt. Ja, deswegen mache ich das. Oh, sehr gut, wir haben 3 rote Aprikokos, nämlich rote Aprikokos bringen normale Pokébälle. Was sind normale Pokébälle? Die sind super. Was macht man danach? Superbälle. Hier ist Licht. Ah, ist was in der Luft. Das möchte ich gerade nicht sehen. Lass mich in Ruhe, du Ding ist in der Luft. Und nochmal, grün. Oh, das haben wir schon mal wieder so vollgelegt. Das muss ich jetzt hier wieder alles nach oben legen erstmal. So, damit ich wieder aufnehmen kann, weil sonst kann man sie nicht pflücken. Man braucht freie Hand dafür. Das verlangt dieses Spiel von mir. Ein Huthut, hallo Huthut. Ich möchte aber noch euch noch schnell, bevor der Part zu Ende ist, einen Kampf zeigen. Carpenter! Carpenter! Da ist ein Carpenter. Ich sehe es jetzt. Ah, da hinten ist eins. Carpenter! Nein, hat nicht geklappt. Nein, ich krieg's nicht. Retrieved. Okay, wir suchen es. Der Part endet erst, sobald ich einen Kampf gezeigt habe. Ich möchte euch den zeigen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pokémon Kampf. Ich will einen Kampf. Nicht gegen irgendein anderes Pokémon. Ich möchte einen Kampf. Oh nein. Holy Macaroni. Das ist ein Areal. Das ist irgendwas mit 40 bestimmt. Ja, ups, 49. Was 50? Geh weg. Nein, das gibt's nicht.
Nein, dieser Part endet nicht, bevor ich den Kampf gezeigt habe. Welches Level bist du? Egal, komm her. Du bist Level irgendwas, komm her. Mann. Ich erwischt, dann holen wir uns die da. Ein 13er, okay, das nehmen wir. Hier, Kampf, let's go. Fight, tackle. Mit 13 kann es mir natürlich keinen Schaden machen. Und tackle. Es ist genauso aufgebaut, Pokémon, Back, Run und Fight und hier die Attacken. Ich habe extra die Maus an, damit ihr das seht, wie ich angreife. Und es ist einfach dasselbe. Aber so leveln wir und so können wir auch irgendwann Pokémon Meister werden. Und uns ganz viele Pokémon fangen. Und am Ende dieses Projekts möchte ich gegen euch alle spielen. Das wird erstmal eine Idee, dass ich am Ende gegen euch spiele. Wenn ihr Bock drauf habt. Level 6, Level 7, Level 8. Yeah. Und das war's. Das war ein Kampf. Wir haben gleich 3 Level abgesprungen von einem Carpador. Lord Jack. Und ich danke euch fürs Zugucken. Und es geht weiter in der nächsten Part mit Pixelmon, meine Kraft. Bis dahin. Tschüss.